Haben Sie denn Neujahrsvorsätze? Ja, habe ich und noch halte ich sie auch durch. Was sind die denn? Also, ich habe mir einen Dry January vorgenommen. Da halte ich mich dran und ich will mich ein bisschen gesünder ernähren. Ein bisschen mehr Obst und Gemüse und das funktioniert bis jetzt auch noch ganz gut. Dass ich einfach geduldiger bin. Dass der Kleine immer lächelt und meine Frau glücklich ist. Ich möchte einmal in meinem Leben Erdbeermarmelade kochen. Einfach weitermachen. Und bei Ihnen? Das finde ich gut. Ich muss ein bisschen abnehmen. Einziehen geht nicht mehr. Das neue Jahr hat begonnen und die Feiertagskilos, die sollen jetzt wieder purzeln. Passend dazu liest man momentan so manche Schlagzeile. Zum Beispiel Stoffwechsel, die To-Do-Liste gegen den Weihnachtsbauch, so regen sie ihren Stoffwechsel richtig an oder die Stoffwechselkur, die die Kilos wieder purzeln lassen soll. Aber was ist denn Stoffwechsel überhaupt? Das will ich heute herausfinden. Unser Stoffwechsel wird in der Medizin auch als Metabolismus bezeichnet und ist eigentlich ein riesiger Überbegriff für alle, also mehrere biochemische Prozesse, die in unserem Körper gleichzeitig ablaufen. Hauptenergieträger sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, die in unserer Nahrung stecken. Jeder dieser Energieträger hat seinen eigenen Stoffwechsel. Um das zu veranschaulichen, mache ich mich auf den Weg in das Experimentiermuseum Pheno in Wolfsburg. Neben vielen verschiedenen Experimenten finde ich hier auch einige Murmelbahnen. Zugegeben, so auf den ersten Blick hätte ich Murmelbahnen jetzt vielleicht nicht mit unserem Stoffwechsel in Verbindung gebracht. Aber stellen wir uns mal vor, dass diese Murmelbahn und auch diese Murmelbahn für die unterschiedlichen Stoffwechselprozesse in unserem Körper stehen. Dann hätten wir hier vielleicht den Kohlenhydratstoffwechsel und die unterschiedlichen Murmeln stehen für die einzelnen Kohlenhydrate. Die laufen auf ganz verschiedenen Wegen durch unseren Körper und werden dabei zu Einfachzuckern umgewandelt und landen am Ende in unseren Körperzellen und liefern ihnen Energie. Unser Körper braucht Tag- und Nachtenergie. Und die gewinnt er mithilfe des Stoffwechsels aus Zucker, Eiweiß und Fett, die wir über die Nahrung zu uns nehmen. Denn selbst wenn wir einfach nur auf der Couch liegen, verbraucht unser Körper Energie. Der Energieverbrauch im Ruhezustand wird Grundumsatz genannt und meint unseren Kalorienbedarf. Wie hoch dieser sein muss, um alle Organe ausreichend zu versorgen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hängt vom Anteil der Muskelmasse, dem Geschlecht und dem Alter ab. Nehmen wir mehr Kalorien zu uns, als unser Körper braucht, speichert dieser die überschüssige Energie in Form von Fett für schlechte Zeiten. Die Folge: Wir werden dick. Wer jetzt denkt, gut, dann mache ich eben eine Diät, das ist keine gute Idee. Denn Diäten verleiten unsere Zellen zum Faulenzen. Um möglichst wenig Energie zu verschwenden, fährt unser Körper den Sparmodus auf. Der Stoffwechsel arbeitet langsamer und die größten Energieverbraucher, nämlich unsere Muskeln, werden von unserem Körper sogar abgebaut. Dadurch sinkt auch unser Grundumsatz. Unser Körper verbraucht also weniger Kalorien als vor der Diät. Übrigens, der Stoffwechsel läuft bei jedem Menschen unterschiedlich ab. Und sogar bei derselben Person ist er nicht immer gleich. Denn auch äußere Einflüsse können unseren Stoffwechsel beeinflussen. So kann ein gemütlicher Abend mit Gummibärchen, Schokolade und einem Gläschen Wein unseren Stoffwechsel mächtig durcheinander bringen. Ich baue hier schon so ein kleines Hindernis. Denn Süßkram wie meine Schokolinsen, zuckerhaltige Getränke und Weizenmehlprodukte bremsen unseren Stoffwechsel aus. Tja, und das sehen wir jetzt hier. Der viele Zucker überschwemmt unseren Körper förmlich und der Blutzuckerspiegel steigt rasant an. Unsere Bauchspeicheldrüse schüttet daraufhin das Hormon Insulin aus, das dafür sorgt, dass der Zucker aus dem Blut dorthin gelangt, wo er gerade gebraucht wird. Dabei kann es passieren, dass unsere Bauchspeicheldrüse über das Ziel hinausschießt, sodass am Ende zu wenig Zucker im Blut bleibt. Die Folge sind Heißhungerattacken. Und auch unser Gläschen Wein bzw. der darin enthaltene Alkohol bringt unseren Körper aus dem Takt. Denn jetzt ist er erstmal mit dem Alkoholabbau beschäftigt. Kohlenhydrate und Fettstoffwechsel werden dadurch drastisch verlangsamt. Auch unregelmäßiges Essen, zu wenig Sport und sogar zu wenig Wasser können unseren Stoffwechsel verlangsamen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn wir können unseren Stoffwechsel auch unterstützen. Puh. Ja, die Chili ist schon ordentlich scharf und heizt unserem Körper ganz schön ein und regt damit auch unseren Stoffwechsel an. Denn unser Körper ist damit beschäftigt, die Körperhitze auszugleichen und verbrennt dabei mehr Energie, also auch mehr Kalorien. Der Stoffwechsel wird angekurbelt und die Fettzellen abgebaut. Und wo wir gerade beim Thema Schärfe sind, auch das im schwarzen Pfeffer enthaltene Piperin hemmt die Bildung von Fettzellen. Außerdem sollen die im Pfeffer enthaltenen Bitterstoffe den Stoffwechsel anregen. Ah, ja,
So kurz vor Feierabend gönne ich mir jetzt gerade noch eine Tasse grünen Tee. Und damit tue ich, obwohl ich hier einfach entspannt rumsitze, meinem Stoffwechsel sogar was Gutes. Denn 2 bis 3 Tassen grüner Tee am Tag kurbeln unseren Stoffwechsel so richtig an. Grund dafür sind die im grünen Tee enthaltenen Antioxidantien, die Verdauung und Aufnahme von Kohlenhydraten im Körper hemmen und sogar dazu führen können, dass weniger Fett aus der Nahrung über den Darm aufgenommen wird. Außerdem kurbelt Grüntee unsere Fettverbrennung an und die gesunden Bitterstoffe hemmen den Heißhunger. Hochwertiger grüner Tee kann unseren Stoffwechsel also definitiv in Schwung bringen und die Feiertagskilos wieder purzeln lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.